Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, die Sommerferien gehen zu Ende und wie alles in diesem Jahr waren es auch keine gewöhnlichen Sommerferien. Viele von Ihnen haben in unseren Sommercamps, in unseren Ferienakademien die Zeit genutzt, um sich schon wieder auf den regulären Schulbetrieb einzustellen und so gut wie möglich auf die Zeit nach den Ferien vorzubereiten. Aber ich hoffe, dass der Urlaub und die Erholung trotz allem auch nicht zu kurz gekommen sind. Sie wissen, wir haben im Kreise der Kultusministerkonferenz beschlossen und Hessen ist jetzt sozusagen in der Mitte der Bundesländer, in diesem neuen Schuljahr nach Möglichkeit wieder im Regelbetrieb zu starten. Es wird ein Regelbetrieb unter den Bedingungen der Corona-Pandemie sein. Das bedeutet, es wird nicht der Betrieb sein, wie wir ihn bis Mitte März kannten. Aber unser Ziel ist es, dass alle Schülerinnen und Schüler wieder an 5 Tagen die Woche in den Unterricht gehen können. Denn ich glaube, wir alle haben gesehen in den letzten Wochen und Monaten, welche eine Bedeutung auch gerade der Präsenzunterricht in der Schule hat und wie wichtig die soziale Interaktion von euch, liebe Schülerinnen und Schüler, untereinander, aber natürlich auch der Austausch mit euren Lehrerinnen und Lehrern ist. Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei. Und deswegen müssen wir auch weiterhin damit rechnen, dass wir natürlich Infektionsfälle haben werden, wie im Bereich der gesamten Gesellschaft, so auch im Bereich unserer Schulen. Je besser wir aber die Hygienevorschriften befolgen, je mehr wir auf die Händehygiene, auf die Husten- und Niesetikette, natürlich auch dort, wo es möglich ist, auf den Abstand achten und zumindest außerhalb des Unterrichts auch regelmäßig einen Mund-Nasen-Schutz tragen, umso eher lassen sich Schulschließungen oder überhaupt Quarantänemaßnahmen in größerem Ausmaß vermeiden. Um das zu tun, sind unsere Schulbehörden auch in einem ganz engen Austausch mit den Gesundheitsbehörden. Aber letzten Endes müssen wir alle zusammenarbeiten, damit wir diesen Regelbetrieb auch nach Möglichkeit, soweit wie es irgendwie geht, aufrechterhalten können. Sie, liebe Lehrkräfte, haben die Möglichkeit, sich regelmäßig und kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Wer dem Risiko einer besonders schweren Erkrankung mit Covid-19 ausgesetzt ist, der kann sich sowohl als Lehrkraft wie auch als Schülerin, als Schüler vom Präsenzunterricht befreien lassen. Und wir hoffen, dass wir mit all diesen Maßnahmen einen guten, einen geregelten Schulstart gewährleisten können. Ich wünsche Ihnen alles Gute, drücken wir uns alle die Daumen, dass wir dieses Virus auch weiterhin im Griff behalten können und bleiben Sie vor allem gesund.